Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Medieval Dynasty. Ja, das mit den Zwiebeln scheint sich gerade geklärt zu haben. Dafür ist jetzt nochmal Handelsware ausgegangen. Das war aber absehbar. Weil da waren hier die Pilze auch fast weg. Ja, ich brauche jetzt nicht mehr viel tun, aber das ist egal. Das geht klar. Sehr schön, wir sind alle am Ernten. Karotte, das kommt glaube ich erst nächste Jahreszeit, ne? Da, Zwiebeln werden geerntet. Jawohl. Sie starten durch mit der Ernte. Passt. Passt, passt, passt. So, was wir brauchen, ist was zu trinken. Unbedingt. So. Dann können wir so langsam mal gucken, wo denn hier eigentlich die Quests unterwegs sind. Eine ist in Hornika. Eine ist dort noch. Mehr haben wir hier im Ort gar nicht. Eine haben wir ja schon gemacht. Xabor hatte noch eine. Genau da, die Xabor. Dann haben wir Lesnica eine. Denica haben wir zwei. Tutki und Branica haben wir. Okay. Das klingt gut. Würde ich doch sagen. Dann gucken wir mal, was Xabor denn möchte. Das ist ja meist eine der spannenderen Familienquests. Meistens. Nicht immer, aber... So, Xabor. Was machst du gerade, schönes Junge? Es gibt etwas, das ich dich fragen muss. Würdest du mir einen Gefallen tun und mir etwas Geld geben? Es ist ein Notfall. Okay, wie viel brauchst du, mein Sohn? Ich brauche um die 2500 Münzen. Ja, das sollte reichen. Das ist ziemlich viel. Das ist eine ziemliche Summe. Wofür brauchst du so viel Geld? Ich habe Schulden. Keine große Sache. Ich muss nur meine Schulden bei der Händlerin abbezahlen und ein paar Angelegenheiten klären. Keine Sorge. Oh oh. Eine Händlerin hat dir ihre Ware gegeben, ohne dass du sie dafür bezahlt hättest. Das halte ich für sehr unwahrscheinlich, mein Sohn. Also, streng genommen habe ich sie nicht direkt bekommen. Ich habe sie mir möglicherweise ausgeliehen, aber es war dringend. Wie bitte, Sohn? Mein Sohn ist ein Dieb? Hat dich jemand dabei gesehen? Ich glaube nicht, dass mich jemand gesehen hat. Ich war sehr diskret. Tut mir leid, dass ich dich enttäuscht habe, Vater, aber ich hatte keine Wahl. Wieso das? Was hast du überhaupt gestohlen? Ein paar Flaschen. So wie du gerade reintust, bin ich jetzt fällig. In Ordnung, hier ist die ganze Wahrheit. Ich habe ein paar Weinflaschen gestohlen, etwa ein Dutzend. Für 2500? Für ein paar Freunde. Ich hatte eine Wette verloren und so stand ich in der Pflicht, etwas zu trinken zu besorgen. Sie haben mir deutlich gesagt, was ich holen soll. Und du stiehlst Wein? Ich dachte, dass wir das erste Mal zusammen anstoßen würden, wenn du soweit bist. Wie gesagt, das war eine Wette. Der Letzte, der es ans andere Ufer des großen Flusses schaffte, hat verloren und man machte ihm ein Angebot, dass er nicht abschlagen kann. Sie haben mich reingelegt. Ich wusste nicht, dass wir auch die Brücke benutzen dürfen. Deshalb war ich am Ende der den Wein besorgen musste. Tja. Hätte ich verloren, hätte ich die Nacht im Schweinestall schlafen müssen. 8 gnadenlose Jungs und Mädchen hätten dafür gesorgt, dass ich das auch wirklich mache. Ich hatte keine andere Wahl, als ihren Forderungen nachzukommen. Größe und Stärke bringen nichts, wenn man in der Unterzahl ist. Als ich zu ihnen zurückkam, haben sie nicht gezögert, auch meinen Anteil für sich zu beanspruchen. Das ist enttäuschend und gleichzeitig erschreckend, aber am Ende ist es auch eine Erleichterung. Wenigstens hast du nicht im Dünnen geschlafen. Aber halt gestohlen, ob das besser ist? Hilfst du mir, mein Gewissen reinzuwaschen? Das unwissende Opfer meines Diebstahls ist die Schankwirtin in Jezerica. Versuch eine Weile nicht negativ aufzufallen, Schlingel. Warte, bis ich die Gerüchte gelegt habe und erzähl das bloß niemandem. Ich kümmere mich um die Händlerin.
Danke, Papa. Ich werde still und unauffällig sein wie ein Mäuschen. Das ist ja ein Schlawiner. Und dann gehen wir mal nach Jezerica. Spät haben wir denn? 17 Uhr. Das schaffen wir jetzt natürlich nicht mehr, ne? Wir können aber gerade mal nach Hornica gehen. Und gehen dann morgen früh nach Jezerica. Hornica ist auch nochmal eine Quest. Und hier im Dorf ist ja auch nochmal eine. Die können wir zumindest mal noch kurz angucken. So, bin mal gespannt, wie die Quest sich entwickelt. Ich vermute mal, es wird nicht damit enden, dass wir hier die 2.500 Talerchen zahlen. Ich denke mal, da wird noch eine kleine Lehre für unseren Sohn und Sohnemann oben drauf kommen. Auch seitens der Händlerin, vermute ich mal. Könnte ich mir so vorstellen. So, wo sind hier die Quests? Da ist irgendwo eine. Leonard? Carolina? Greetings. Kann ich dir mal etwas helfen? Nein, ich bin kein Kunde. Ach, die näheren Quest. Okay, wir kümmern uns drum. Mit wem müssen wir denn diesmal reden? An Lubomira. Wo sind die? Okay. Ein Baranica, stimmt. Nee, das machen wir jetzt nicht. Ups. Das machen wir jetzt natürlich nicht. Gucken wir jetzt eher mal, dass wir heimkommen, dass wir zum nächsten Tag kommen und dann Xabors Problem lösen. Und hier war auch nochmal irgendwo eine Quest, ne? Könnten Kind sein. Würde wahrscheinlich jetzt um die Zeit gar nicht mal mehr mit uns reden. Wir gucken aber mal. Da hinten. Okay. Entschuldigung. Entschuldigung, ich wollte niemanden anrempeln. Ja, die Kisten müssen wir jetzt dann auch nochmal füllen. Und so. Oh ne, da oben ist die. Da. Bist du das? Gottfried. Kann ich dabei etwas helfen? Ja, du könntest meine Hilfe gebrauchen. Du hast vor, auf die Jagd zu gehen. Na, kriegen wir hin. Das heißt, da brauchen wir Curve-Bogen, oder?
Kupferpfeile, 20. Okay. Müsste ich machen, habe ich nicht da, werde ich jetzt nicht machen. Wir gehen jetzt pennen. Essen noch ein bisschen. Waschen noch ein bisschen. So. Guten Morgen, mein Schatz. Hallo. Wie steht's um unser kleines Königreich? Arbeiter brauchen mehr Handwerksmaterial. Ja, das war mir soweit klar. Oh, es regnet schon wieder. Eigentlich schade, ne? Ich hätte mal einen schönen Tag gerne gehabt. Naja, ist halt so. Ist halt so. Kriegen wir alles hin. Wir gehen jetzt nach Jezerika. Jezerika, ich weiß nicht, wie es ausgesprochen wird. Und gucken mal, was da Sache ist. Gucken, ob es unterwegs Banditen gibt. Es natürlich gibt da den einen oder anderen Punkt. Wo durchaus welche auftreten können. Aber finden wir raus. Finden wir raus. Jan ist natürlich noch nicht da. Sonst hätte ich jetzt gerade ein Schwert bei denen gekauft. Ich weiß, der ist vorne in dem Haus dann, aber da wollte ich jetzt auch nicht zurück. So dringend ist es dann auch nicht. Aber es mit den Ausbildungsplätzen finde ich richtig gut. Gefällt mir. Muss ich ehrlich sagen. Können unsere Kinder jetzt gleich entsprechend noch nebenher leveln. Da ist ein leeres Lager. Da war letztens ein Banditenlager. Da sollte nicht direkt schon wieder eines sein. Aber hier können wir mal plündern. Oh, Bilsenkraut. Nehmen wir auch mit. Münzen können wir natürlich auch immer gebrauchen. Nochmal eine Fackel. Brennholz. Eine Axt. Falsche Taste. Bilsenkraut nehmen wir natürlich mit. Oh, ein Bogen. Da sagen wir auch nicht nein. So, ich glaube, das war alles.
Und fehlen schon wieder drei. Wo fehlt denn jetzt noch was? Der Schenker. Kein Apfelsaft mehr. Okay, das kriegen wir hin. Du hast eh den Saft gemacht. Dann mach ich jetzt mal auch wieder Saft. Jetzt haben wir ja wieder von allem was. Machen wir noch Birnensaft, Pflaumensaft. Und dann sollte sich das Problem bei den anderen gleich lösen. Hoffe ich. So, und dann sollte sich hier das Problem eigentlich mit dem Wein gleich lösen. Ja. Passt. Dies Post. Entschuldigung. Wollte dich nicht umrennen, Reh. Ja, ich bin echt mal mega, mega gespannt, was da alles noch an Neuerungen reinkommt, noch an Updates reinkommt. War natürlich sehr erfreut zu lesen, dass da noch mehr kommt, also auch über das Multiplayer-Ding hinaus. Aber wie gesagt, ich würde mich auch mal sehr tatsächlich über DLCs freuen. Will den Entwicklern noch ein bisschen mal wieder was zurückgeben können, ne? Also ich persönlich. Und nicht immer nur nehmen und nehmen, sondern halt auch mal wieder was finanziell zurückgeben. Aber ja, okay, kann sie halt nicht zwingen. Wenn die nicht oder noch nicht bereit sind, ein DLC zu entwickeln, aber vielleicht machen sie das nebenher noch, ich weiß es nicht. Kann ich sie halt eben nicht zwingen dazu. Nicht mehr als einmal kaufen kann ich das Spiel nicht. Und wenn ich überlege, wie viele hunderte Spielstunden ich jetzt allein hier in Medieval Dynasty hab. Viele, viele schöne Spielstunden. Da ist man natürlich schon auch irgendwo versucht zu sagen, hey Entwickler, ich möchte euch da Anerkennung geben. So, wie sieht's denn aus, Nilubaum? Sieh an, wen haben wir denn da? Der Vater des kleinen Diebes. Du musst stolz auf ihn sein. Es war sicher nicht leicht für ihn, so viele Flaschen gleichzeitig zu schleppen. Sie jung und so einfach zum Falschen zu verlocken. Kommen wir zur Sache. Ich bin hier, um diese Angelegenheit mit dir zu klären. Ich wusste, du würdest kommen, deshalb war ich verständnisvoll, diese unangenehme Angelegenheit erst einmal für mich zu behalten. Glaub mir, Gerüchte wie diese breiten sich aus wie ein Lauffeuer. Das ist das Letzte, was du für deine Familie willst. Wie viel Schulden mit dir? Mal sehen, 3000 Münzen sollten reichen. Nö, da handeln wir jetzt nicht. Ich will meine Familiensicherheit wissen und unseren guten Ruf. Hier ist das Geld. Danke, damit sind wir quitt. Ich verspreche dir, dass niemand von diesem Missverständnis erfahren wird. Dieses Versprechen hältst du besser. Oh, mehr war das nicht. Achso, ich muss mit dem Sohnemann reden. Okay.
könnte die aber ein paar Dinge jetzt verkaufen, ne? Only goods of the highest quality. Ich habe noch einen Wein. Brennholz kannst du haben. Die Axt. Die Schuhe nicht, aber den Eimer natürlich. Die Säckchen kann ich dir mal verkaufen. Und das eigentlich auch. Da können wir mal auf 100 runtergehen. Es werden sowieso immer noch wieder mehr. Eisenhacke brauchen wir nicht. Da kann ich auch mal auf 100 runtergehen. Ja, 120 sind es noch. Ja. Machen wir nochmal 20 weniger. So, Fackeln haben wir auch viel zu viele. Da brauche ich auch kaum noch Fleisch. Die Holzteller darfst du haben. Das Leder. Den Pelz. Den Pelzumhang. Rekurvbogen brauchen wir vielleicht noch. Trinkschlauch. Ah, vielleicht auch noch. Es gibt manchmal so eine Quest, wo man den braucht. So, reden wir mit unserem Sohnemann. Also einmal wieder zurück. Einmal den Weg zurück. Müssen ein wenig zu Atem kommen. Und dann müssen wir auf jeden Fall nochmal gucken, dass wir noch Hafer kaufen. Also gehen wir. Vielleicht schaffen wir das heute noch. Mal nach Gustovia runter. Ich könnte eigentlich mal die Eisenpfeile nochmal wieder vernünftig ausrüsten. So, dass wir auch alle wieder haben. Und den Bogen. Ja, ist auch nicht mehr der fitteste. Aber so oft wie wir den brauchen. Also verhältnismäßig wenig eigentlich. Geht das schon noch klar? Zur Not haben wir ja noch die Armbrust dabei. Da habe ich jetzt nur die Bolzen nicht ausgerüstet. Ich kann ja entweder Pfeil und Bogen oder halt Armbrust und Bolzen. Beides zusammen geht nicht. Ist leider so. Ah, jetzt können wir vielleicht beim Jan dann auch noch die Spielzeugschwerter kaufen. Kann man noch verschenken. Und bei der Mathilda nochmal die Stoffpuppen. Das sind immer nette Geschenke. Ja, hat die gute Frau unseren Sohnemann erkannt und wusste, dass wir das noch wieder begleichen. Ja, das sind aber so Fälle, da handelt man auch nicht groß. Also manche bestimmt schon, ich würde es jetzt nicht. Ist ja dann nicht nur der Materialwert, den wir dann ersetzt haben, sondern auch nochmal quasi ein Dankeschön einfach obendrauf. Dass sie nichts gesagt hat. Weil sowas kann man natürlich auch an die große Glocke hängen. Vom Kastellan melden.
Das kommt, glaube ich, nicht gut in so Dorfgemeinschaften. Wenn da der Sohn von einem als Dieb betitelt wird. Deswegen gab sie 500 Talerchen nochmal als Dankeschön obendrauf. Wie von ihr gefordert. Und wir haben es ja. Ist ja nicht so, dass irgendwer bei uns im Dorf es nötig hätte zu klauen. Absolut im Gegenteil. Jan? Jan. How can I help you? Zeig mal deine Waren. I've got it. Goodbye. Goodbye. Tilda ist hier, oder? Ja. Ach, Carolina, Entschuldigung. Ja, habe ich. Zeig mir mal deine Stoffpuppen. Danke. Farewell. Farewell. So, wir müssen zurück zu unserem Sohnemann. Was für Jugendlichen hängt der da ab? Klar, aus anderen Dörfern wahrscheinlich. Die werden sich dann da irgendwo am großen Fluss treffen. Und wie das mit 14 halt so ist, dumme Ideen entwickeln. Aber da kommt dann auch ganz schön rum, ne? Großer Fluss, die Serika. Ist der ganz gut unterwegs? So, ist wieder was Zweites dazugekommen. Ich vermute aber, dass das nochmal wieder die Schenke ist. Ja, weil die müssen jetzt natürlich erstmal entsprechend Saft produzieren. Dann gehen wir hier mal auf 10%. Machen wir das so. Da ist er. Hey. So. Ich habe die Schulden bezahlt und noch etwas extra obendrauf. Versuche nicht wieder in Schwierigkeiten zu geraten oder du schläfst das nächste Mal wirklich im Schweinestall. Es wird nicht wieder passieren. Keine Wetten mehr. So. Gar nicht, ob das Unterschiede gemacht hätte. Je nachdem, was man da auswählt. Jetzt müssen wir aber gerade mal gucken, wie spät haben wir es. 14 Uhr, da können wir mal kurz noch Gustovia huschen. Und Hafer besorgen. So dass unsere Leute da dann auch wieder Tierfutter herstellen können. Sehr schön. Oh, ein Wagen. Schon geplündert. Weizenbier. Wolgana, der ist neu. Wollstoff. Felsen, ja.
Ein wenig Felsen. Keine Banditen. Keine Banditen. Wir brauchen echt Hafer. Absolut dringend Hafer. Aber wie ich sehe, ist die Zeit dann jetzt auch langsam um. Ich sag vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und wir sehen uns in der nächsten Folge dann auch wieder. In diesem Sinne, tschüss. Bis zum nächsten Mal.